Hallöchen, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog. Es geht hier an die Treppe jetzt, wie ihr seht. Wir haben euch im letzten Bauvlog ja gezeigt, dass Felix die schon abgeschliffen hat und so. Und jetzt wird er sie weiß streichen. Hier die Wangen wird er weiß streichen. Das hier alles am Außen. Das hat er jetzt gerade abgeklebt. Und wir sind sehr gespannt. Los, fang an. Ich muss erstmal aufmachen alles. Ich bin echt gespannt, wie das nachher aussieht. Wenn das weiß ist. Ich glaube, das macht so einen richtigen Effekt aus, oder? Ist bestimmt krass. Also es wird hübsch, glaube ich, Ich aber glaube auch. ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Ja, also hier, wie gesagt, das hier wird jetzt alles weiß. Die Stufen bleiben dunkel. Die werden natürlich noch bearbeitet. Ne? Also es wird alles noch sauber gemacht und so. Aber ja, erstmal geht es hier an die Außenwangen. Wir wollten eben so eine Landhaustreppe. Wir haben ja, keine neue Treppe gekauft, weil wir erstens ein blödes Maß haben hier und zweitens viel zu teuer. Und genau deswegen haben wir eine gebrauchte Treppe genommen. Auch ein bisschen nachhaltig muss man auch denken, ne? Gebrauchte Türen, gebrauchte Treppe, wir sind echt gut. Ja, und deswegen haben wir hier eben eine gebrauchte Treppe, die wir uns jetzt aufhübschen, so wie wir sie wollen. Wir haben sie ja auch angepasst. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das da oben kennt, aber wir haben das ja oben abgeschnitten. Hier. Weil die ja eigentlich viel, viel länger war, weil wir, wie gesagt, ein doofes Maß haben und hier haben wir den eben abgeschnitten. Die Form ist gelb. Was? Eine gelbe Treppe? Ja, weil sie ja nicht gerundet ist. Ich will keine gelbe Treppe. Das ist ja nur die Vorstreichfarbe. Ihhh. Guck, es weiß. Ihhh, das Das ist stinkt. die Farbe, das ist das Vorweiß. Okay, das ist ein Rührer. Nee, den müsstest du bestimmt nicht nehmen, ne? Nee, ich wollte irgendjemand anderen nehmen. Das ist weiß. Da hat sich noch Wasser oben abgelagert. Okay. Denke ich mal. Ich weiß nicht, ob das bei Lackfarben auch so ist, aber bei normalen Farben ist es das, ne? Das stinkt. Neuer Tag, neues Glück für dieses Mal wieder auf der Baustelle. Hier ist alles noch im Geburtstagsfeeling von Lias Birthday, alles mit Konfetti. Aber das ist ja egal. Felix ist hier gerade dabei. Schatz, was machst du jetzt? Ich werde da rechts neben der Tür, hier kommt die Terrassentür rein, von hier bis hier, das rechts einmal so zumachen. Im Prinzip wieder links. Bis auf, dass ich hier schon komplett mit Regels und alles zumachen kann. War ja noch nicht, hier schon. Und ja, das ist erstmal das, was ich jetzt heute Abend noch vorhabe. So, wir können ja nochmal in den Flur gehen. Hier ist nämlich schon die Treppe ein Stückchen weiter. Das letzte Mal gesehen hat Felix sie gestrichen. Und jetzt sind wir hier ein Stückchen weiter gekommen. Erstmal haben wir das Geländer montiert und Felix hat auch schon die kleinen Sprossen hier gemalt. Das ist noch nicht komplett fertig, also das braucht alles noch einmal einen Anstrich. Aber so kann man sich das, glaube ich, schon richtig gut vorstellen. So sieht es im Moment aus. Richtig cool. Und ja, genauso haben wir uns das auch vorgestellt, so in diesem Landhausstil. Ja, und dann hier ist auch Boden drin, wie ihr seht. Also wir haben hier nicht mehr diesen Boden, wie ihr ihn da rechts unter der Treppe seht, sondern wir haben jetzt hier USB-Platten. Und darunter haben wir so Styropor zur Dämmung genommen. Dann einfach USB-Platten, die sind auch schön verleimt und alles. Und da kommt jetzt nur noch Laminat drauf. Das ist auch alles schön eben und alles schön gleichmäßig jetzt. Genau. Und da haben wir jetzt hier eben schon kompletten Boden drin, genauso wie im Wohnzimmer. Ich glaube, das wisst ihr auch noch gar nicht. Also wir haben hier wirklich jetzt kompletten Boden drin. Und genau, also da muss jetzt eigentlich nur noch Laminat drauf.
Wir haben auch schon nach Laminat geschaut. Wir haben schon einen total schönen gefunden, den wir uns hier unten richtig gut vorstellen können. Wir wollen ja alles so in einer Farbe haben, also in einem Laminat, so wie oben. Also zumindest Wohnzimmer und diesen Flurbereich hier auf jeden Fall. Genau, da haben wir uns also wie gesagt schon einen ausgeguckt. Und da schauen wir aber, wenn es eben soweit ist. Felix hat jetzt hier auch noch die Decke zu Ende gemacht. Hier seht ihr das, also hier ist er jetzt auch komplett fertig. Die ganze Decke ist zu. Hier seht ihr auch schon das Stromkabel für die Esstischlampe nachher. Der Esstisch kommt ja hier hin. Und genau, da fehlt jetzt da nur noch an der Ecke so zwei kleine Stellen. Aber das macht er nachher mit Resten, hat er gesagt, so wie ihr das da seht. Ja, genau, damit wir einfach weniger Verschnitt haben. Genau, das ist also auch schon soweit fertig. Hier ist auch schon überall Kabel drin für die Lampe. Hier zum Beispiel kommt eine Lampe rein. Und hier kommen überall so kleine Deckenspots rein, so wie in der Küche. Ja, und jetzt arbeitet hier Felix noch fleißig weiter. Macht jetzt gerade die äußere... was ist das? Dampfsperre? Nee, was ist das? Dampfsperre, genau. Damit eben keine Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt. Deswegen macht er das jetzt hier kurz fest. Und dahinter befindet sich ja mein Büro. Und genau, da macht er jetzt also hier... Nee, hier hinter. Hier ist mein Büro. Sieht ziemlich katastrophal aus, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ja, hier macht er das eben schnell fertig. Felix hat die Wand fertig gemacht. Schatz, erzähl mal ganz genau, was hast du gerade gemacht? Naja, also das, was ihr gesehen habt, war ja, dass ich noch die Dampfsperre drunter hatte. Und jetzt ist das Weiße hier. Genau, jetzt ist der Dämmung hinter. Kann man jetzt nicht mehr sehen, aber sieht dann aus wie hier. Da drauf ist jetzt die Folie. Ich habe noch mal eine Europalette hintergepackt. Also keine Europalette, aber eine Palette. Einfach damit die Dämmung nicht nach hinten fallen kann. Weil wir hier so ein bisschen Luft haben. Hier genau, und das ist im Prinzip ein leerer Luftraum, der dämmt auch nochmal einen kleinen Ticken mit. Und darauf habe ich jetzt die gelbe Folie drauf gemacht, damit einfach ja, nichts mehr durchgeht. Die ist auch einmal rumgelegt und auch einmal an der Wand vorbei, weil das ist ja im Prinzip eine Innenwand und da darf ja keine Feuchtigkeit rein. Sprich deswegen vorbei, dann kommt die nächste von rechts im Prinzip gegen. Sodass das wirklich komplett dicht ist. Damit dann nichts mehr durchkommt. Genau. Keine Feuchtigkeit, kein Furz. Ja, und jetzt will ich Schalung vormachen. Diese Latten da, das nennt man Schalung? Genau, Schalung vormachen. Dann hier nochmal eine Dachlatte gegen, hier ist noch eine Dachlatte gegen, weil hier das ist der Trägerbalken, der sitzt zu weit vorne, sonst wäre die Wand schräg geworden. Deswegen sitzt davor nochmal leicht versetzt ein Trägerbalken, eine Dachlatte. Und hier vorkommt dann wieder eine Dachlatte, die wird dann gegen die Schalung gesetzt, die ich hier schraube. Damit im Prinzip die Schalung, die wir hier rechts haben, auch durchgehen kann. Dann kann ich die Seite komplett zumachen. Und dann haben wir hier eine fertige Wand. Dann muss ich noch ein, zwei Kabel durchschmeißen, aber das mache ich heute auch noch fertig. Das ist einmal nur, weil wir hier eine Steckdose in der Ecke haben wollten. Also ich zumindest, ich weiß nicht, was du sagst. Klingt doch gut. Das ist dann hier auch eine Steckdose im Prinzip. Ich dachte, weil das wäre ganz sinnig, dann kann man, wenn man mal den Übergang zur Dachterrasse sauber machen will, staubsaugen will oder was, dann hat man, oder falls man mal Beleuchtung oder was man draußen machen möchte, ja, so, dass man dann die Möglichkeit hat. Genau. Weil hier draußen kommt ja noch eine Dachterrasse. Genau, geht das Kabel von hier rüber, so wie es im Prinzip hier auch ist. Hier links seht ihr ja die Kabel da unten. Da wo die beiden Kabel sind, kommt eine Steckdose hin und das Kabel rechts geht im Prinzip in die Wand. Irgendwo hier müsste... Da kommt genau, da ist auch eine Steckdose. Da kommt eine Steckdose rein. Deswegen liegt da ein Kabel hinter. Das werde ich auch noch vorstrecken, dass man die Wand im Prinzip zumachen kann. Ja. So, und dann regelt es vor. Also erstmal da links USB, so wie hier. Die Außenwände dämmen wir extra nochmal mit USB, weil das auch nochmal dämmt. Und weil man dann auch ein bisschen was festmachen kann an der Wand. Und dann kommt
vor USB dann nachher regelst. Und da so viele immer fragen, ob wir überhaupt Heizungen haben, ja. Und hier seht ihr auch die Heizungsrohre. Also da oben gehen sie ins Schlafzimmer rein und dann gehen sie hier entlang. Und hier unten kommen sie schon raus für die Heizung. Das haben wir also auch schon, dafür haben wir auch schon gesorgt. Genau, nur weil da immer so viele fragen, ob wir überhaupt irgendwie eine Heizung haben. Ja. So, meine Lieben, es ist der nächste Tag. Wir haben nämlich Montag. Felix hat richtig viel geschafft und das wollte ich euch jetzt kurz einmal zeigen. Wir konnten gestern die Kamera nicht so gut mitnehmen, ja, weil er einfach viel zu beschäftigt war und ich mich um die Autos draußen gekümmert habe. Ich habe draußen nämlich die Autos richtig schön geputzt und genau, deswegen kam die Kamera dann gestern nicht mit, aber ich zeige jetzt einfach mal alles, was wir so geschafft haben. Kommen wir mal hier rein. Erstmal, da hinten hat er ja die Wand gemacht. Und da ist er jetzt soweit auch fertig. Also hier hat er jetzt noch den Rehgips gemacht. Da hat er auch noch mal ein Stückchen Decke gemacht. Genau, die Löcher hat er jetzt noch nicht gemacht, weil er da einfach auf Verschnitt wartet. Bevor er da jetzt wieder eine ganze Platte anschneidet, wartet er da einfach, bis er da ein Stückchen Verschnitt hat. Und dann stopft er das eben hier noch. Genau, hier haben wir also Schalung, Dämmung, jetzt eine USB-Platte. Da kommt jetzt noch Rehgips drauf. Das konnten wir jetzt aber noch nicht machen, weil da musste noch ein Kabel rein. Da unten ist ja schon eins drin. Aber da muss noch eins rein. Genau, und sonst ist das hier eben soweit fertig jetzt, die Ecke. Ich finde, das sieht einfach direkt ganz anders aus. Oh, und dann geht's hier weiter im Gästebad. Genau, unser Gästebad ist ja hier. Das sieht derzeit so aus. Hier hat Felix erstmal aufgeräumt, weil hier war alles vollgestellt. Das war nämlich eigentlich so unsere Werkzeugkammer. Also hier stand alles an Werkzeug drin. Das hat Felix gestern aufgeräumt. Und dann hat er hier eine Wand gebaut. Also hier seht ihr dann auch schon, wo sozusagen die Trennung sein wird zwischen da drüben Felix' Büro und hier eben dem Gästezimmer. Der Balken, den ihr hier seht, wird also komplett eingebaut. Und genau, hier ist also dann die Wand. Die hat Felix jetzt gestern noch kurz gestellt. Und hier haben wir auch schon die Wasserleitung fürs Waschbecken. Hier haben wir schon den Abfluss für die Toilette. Und dann natürlich auch für die Spülung und alles. Und hier hat er auch schon soweit vorbereitet. Er hat erstmal USB gemacht. Und dann hat er hier vorbereitet, weil hier kommt auch so eine halbhohe Wand, wie oben im normalen Bad. Weil wir hier, wo der Drehstreifen ist, einfach einen Balken einziehen müssen. Einfach damit der obere Balken hier nochmal ein bisschen hier abgestützt wird. Und überall, wo hier diese Drehstreifen sind, müssen wir eben einen Balken reinsetzen. Und deswegen kommt hier ein Balken rein. Und der verschwindet dann in so einer halbhohen Wand hier. Jetzt habe ich mir gestern noch überlegt, weil wir hier eventuell noch eine Dusche einbauen wollen, das wissen wir aber noch nicht ganz genau, dann müssten wir das Waschbecken ein Stückchen nach rechts verschieben. Und dann dachte ich, bevor das zu eng ist mit der Toilette, dass wir die Toilette schräg bauen. Also, dass man hier so die Ecke sozusagen so zumacht. Weil man das hier sowieso alles zumauern muss. Also, damit man das halt nicht sieht, wird das halt zugemacht. Und dann dachte ich, dass man die Toilette nicht so gerade setzt,
sondern eben so schräg, sodass man dann im Endeffekt so schräg auf der Toilette sitzt. Ja, das überlegen wir gerade noch. Finde ich optisch auch sehr schön. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich hoffe, ihr könnt euch das gut vorstellen. Genau, ich kann euch das ja nochmal zeigen. Also hier, es wäre dann ungefähr so. Na gut, die Latte ist jetzt ein bisschen lang. Aber eben so, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Genau. Mal schauen. Also hier kommt dann auf jeden Fall noch die halbhohe Wand. Und hier haben wir auch schon jetzt Wasseranschluss für die Waschmaschine. Die würde nämlich hier hinkommen. Hier haben wir das extra so abgemessen, dass hier genau eine Waschmaschine und ein Trockner hinpasst. Weil das ja nicht nur Gästezimmer wird, sondern auch so Hauswirtschaftsraum bzw. Wäscheraum. Deswegen kommt hier Waschmaschine und Trockner hin. Und auf der genau Gegenüberseite kommt dann hier ein Tisch hin, wo ich ordentlich die Wäsche zusammenlegen kann. Darunter eventuell noch ein paar Fächer, wo ich das ein bisschen so einsortieren kann und so. Genau, damit man hier eben auf dieser Seite Bad hat und eben dann auf dieser Seite hier sozusagen so Wäscheraum. Ja, und das war auch eigentlich alles, was Felix jetzt geschafft hat. Es geht jetzt heute Abend direkt hier weiter. Also er möchte heute Abend nach der Arbeit noch was machen. Finde ich auch richtig toll, dass der jetzt da im Moment so agil da ist. Genau, dann hat er auch irgendwann noch Urlaub. Er hat ja letztes Jahr keinen Urlaub gemacht und deswegen hat er den jetzt noch dieses Jahr zusätzlich dazu. Also ja, wird er auf jeden Fall noch irgendwann Urlaub bekommen und da wird hier auf jeden Fall auch noch richtig was gerissen. Denn ich möchte das Wohnzimmer endlich fertig haben. Ich bin echt schon total gehypt, wenn das hier fertig ist. Genau, ich hoffe, euch hat dieser Baublock Nummer 32 inzwischen schon gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!